Hallo Leute, in diesem Video zeige ich euch kurz ein paar Dinge über die Partitionierung von Linux. Ich schaue hier nun unter Anwendungen, Zubehör, in die Laufwerksverwaltung unter meinem Debian. Sehe hier nun meine erste und einzige interne Festplatte. Sehe hier, dass sie knapp 2 Terabyte hat und dass das die SDA ist. SDA steht sozusagen für SATA Disk A. Der Buchstabe A hinten steht für die erste interne Festplatte. SDA B würde bedeuten die zweite interne Festplatte. So, hier unten sehe ich nun meine verschiedenen Partitionen. Ich habe hier zum Beispiel mal den Bootloader, der knapp 350 Megabyte groß ist. Ich habe hier eine 9 GB ext4 Partition, die hier eingehängt in USR ist. Das Ganze heißt Unix Specified Resources. Hier finde ich einige Linux spezifische Dinge, die wir aber im Näheren nicht weiter behandeln werden. Hier sehe ich eine weitere Partition, man sieht schon hier SDA6. SDA steht wieder für die erste Festplatte und die Zahl für die Partition. VAR steht jetzt hier in dem Fall für variable Daten wie Logdaten, Spooldaten, Maildaten und so weiter. Hier habe ich meinen Auslagerungsspeicher, meine Swap-Partition. Die sollte als Hausnummer, kann man sagen, circa doppelt so groß wie der RAM sein im Idealfall und hält sozusagen alle Daten noch einmal vor, die sich auch im RAM befinden, falls der RAM irgendwann einmal ausgehen sollte. Hier haben wir die SDA8, 8. Partition. 400 MB groß, ist quasi nur eine Temporärpartition, auch mit ext4 partitioniert, quasi nichts jetzt dramatisch Wichtiges für uns. Hier werden einfach temporäre Daten abgelegt. Hier ist die Home-Partition. In der Home-Partition sind quasi die Home-Verzeichnisse der Benutzer mit den ganzen Benutzerdaten. Und hier haben wir noch eine erweiterte Partition, die unter SDA2 zugewiesen ist. Dies ist jetzt quasi ein Container für diese ganzen logischen Partitionen hier unterhalb, weshalb das auch übereinander und untereinander eingezeichnet ist.